Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ferrari-Fahrerkarriere. Und wir machen direkt weiter. Wir werden natürlich keine Upgrades mehr machen, bis die Reglementänderungen eingetroffen sind und wir wissen, was wir verbessern können, ohne dass es gelöscht wird sozusagen. Oder wie soll ich das übersetzen? Übrigens, wir sind wieder Nummer 1 Fahrer. Wir haben wieder das Schwarze oben. Ich verstehe es nicht. Aber wie auch immer, das nächste Rennen ist in Monza in Italien. Denke ich mal, es ist nicht Imola, oder? Nee, nee, Grand Prix von Italien, das muss eigentlich Monza sein. Und es soll noch ein Upgrade ankommen, die Kurbelwelle. Ich hoffe, das kommt an, weil wenn es fehlschlägt, können wir das nicht mehr verbessern. Denn wir haben ja gesagt, wir machen keine Upgrades mehr bis zur nächsten Saison oder bis die Reglementänderungen eingetroffen sind. Da würde ich sagen, wir spulen vor, ich kann nicht mehr reden. Let's go. Es kommt an, sehr gut. Ressourcen kommen auch an. Sehr, sehr, sehr gut für Zukunft. Überspringen, das macht eh keiner. Performance sind wir immer noch vor Mercedes, vor Red Bull, vor McLaren, vor Alfa Romeo, Haas, Alpine, Aston Martin, Alfa Tauri, Williams. So. Hier werde ich noch ein bisschen was ändern. Frische Komponenten. Sind ja nicht mehr so viele Rennen, deswegen können wir uns das erlauben. Und. Ja, das können wir so lassen. Ja, das sieht gut aus. Hier können wir auch noch was Frisches reintun. Dann würde ich sagen, gehen wir direkt ins Rennwochenende. Los geht's! Wir haben nur noch 4 Rennen. Und dann ist die erste Saison schon vorbei. Oh, es könnte regnen. Deswegen werden wir direkt rausfahren im Qualifying. Ich würde sagen, los geht's. Wir haben jetzt frische Komponenten drin, jetzt haben wir noch ein paar Zehntel Reserve. Das können wir gut gebrauchen auf der Highspeed-Strecke Monza. Da bin ich auch in Real Life gespannt, wie krass die Autos hier sind. Wir fahren direkt raus. Bevor es vielleicht regnet, man weiß es ja nicht. 19% bewölkt. Immer kritisch. Bitte nicht in den Kurven. Bitte lass mich nicht in den Kurven übernehmen. Okay, so ist okay. Sieht richtig bewölkt aus. Mal schauen, wie gut wir sind. Ich habe Angst vor dieser einen Kurve, da wo man so fliegt, wenn man drüber ballert über den Körper. Und die Anfangskurven sind auch schwer, wie ich finde, zum Abtimen. Ich würde sagen, das habe ich gut gemeistert. Jetzt kommt die andere schwierige Kurve, die hier, da kann man regelmäßig fliegen. Das ist die Red Bull Kurve, Energy Red Bull. Die Kurve ist eigentlich auch gut aus und wir haben Lila im ersten Sektor. Die Kurve habe ich jetzt nicht optimal erwischt. Ist aber nicht schlimm. Die Kurve sah sehr gut aus. 1,22,8 gilt es zu schlagen. Das sollten wir schaffen. Und die Sonne ist mal kurz rausgekommen. Ich würde sagen, die Runde war absolut perfekt bis jetzt. 1,22,8 gilt es zu schlagen. Sollte möglich sein. 1,20,2. Das sieht doch gut aus, oder? Nice, gehen wir an die Box. Bin ich gespannt, was die anderen jetzt noch rauszaubern werden. Vielleicht ist das unser nächster Pole. Boah, der Abstand ist sehr gering. Wir müssen definitiv nochmal raus. Aber nicht jetzt. Ja, die beiden Red Bulls sehen auch richtig gut aus. Haas ist ziemlich weit vorne.
Wie man hier sieht, 6 und 7 für die beiden. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal raus. Mal schauen, wie wir uns nochmal verbessern können, weil die erste Runde war richtig gut vom Gefühl her. Ich weiß nicht, ob ich da noch was besser machen kann. Wow, die Wolken sehen richtig bedrohlich aus. Oder fahren ein paar raus. Mal ein bisschen Speed raus. Ja, das ist doof. Das ist jetzt doof. Dass die jetzt alle rausfahren. Ich hoffe, die machen nachher gut Platz. Aber ich denke, das sieht nicht mehr gut aus. Die werden wahrscheinlich genau dazwischen sein. Oh Gott, nein. Bitte bleib auf der Seite. Bitte bleib auf der Seite. Bitte mach Platz, Bottas. Bin auf eine schnelle Runde, Bottas. Bitte, Bottas. Oh, danke. Ich denke nicht, dass wir uns noch verbessern können. Oh oh. Oh gut, er hat richtig gut abgebremst. Boah, das sieht nicht gut aus. Aber doch, wir können uns vielleicht noch leicht verbessern durch den Windschatten von dem Alfa Romeo da vorne. Gelbe Flagge. Da war ein Haas gerade. Da werden wir kurz mal schauen. Das werden wir jetzt gleich schauen, jetzt auf den Geraden, was da passiert ist. Mick Schumacher ist das, glaube ich. Hat sich da verbremst, fast ins Kies. Okay. Und wir verbessern uns ganz leicht. Aber das wird nicht reichen. Das wird auf keinen Fall reichen. Hier halt Angst auf die Curbs zu gehen. Wir werden uns leider nicht mehr verbessern. Jetzt muss ich hoffen, dass sich keiner andere, also Sainz, nicht mehr verbessert. Ricardo auf 3 vorne bei den Red Bull Piloten. Interesting. Mal schauen, was Sainz macht. Er geht jetzt in die letzte Kurve. Der wird uns wahrscheinlich schlagen, oder? Wieder keine Pulse mehr. Da hat uns nicht. Der geht wahrscheinlich erst auf die schnellste Runde. Oder hat es einfach nicht geschafft. Das wäre gut, dann haben wir endlich wieder mal eine Pole. Schon 2 Rennen oder so her, oder 3 sogar. Die letzte Pole. Ein bisschen ERS noch verballern. Hier nicht verbremsen wie Mick Schumacher. Das ist interessant, das meine ich. Im Qualifying hat er sich verbremst. Das finde ich richtig geiles Detail. Ich hoffe, das werden sie nicht wegpatchen irgendwann. Man weiß ja nie im Formel 1 Spiel. Und wir sind auf der Pole. Außer die da hinten sind noch auf einer schnellen Runde, aber glaubt mir nicht, oder? Wir sind auf der Pole, oder? Wir sind auf Platz 3! Da waren wirklich noch ein paar Leute auf einer schnellen Runde. Keine Pole! Wieder keine Pole! Enttäuschend, das regt mich über mich selber auf. Das Qualifying ist beendet. Ah, Sainz hat es wirklich geholt. 2 Zehntel, ah. Hätte ich das irgendwo noch rausholen können, könnten, keine Ahnung. Wo ist Magnus? Nur 16. Das sah so gut aus am Anfang, okay. Okay, das heißt, es ist wieder ein Fight zwischen Ferrari und Red Bull, schon lange her. Gut, gehen wir ins Rennen. Oh, mein Kopf juckt. Ich bin gespannt, wann die Reglementänderungen kommen. Das mit den Curbs weiß ich. Weil in der Performance
wird uns immer Mercedes und Red Bull überholen, wenn die beide upgraden. Wir werden nicht upgraden, bis das Reglementänderungsding gekommen ist. Deswegen bin ich mal gespannt. Gehen wir ins Rennen, 13 Runden. Ich will den Sieg holen für Ferrari. Heimrennen. Sieg für Ferrari wäre doch gut. Sainz und ich Doppelsieg. Von mir aus können das gewinnen. Wir sind eh komfortabel in der Meisterschaft vorne. Wieder lange Ladezeiten. Oh, keine Sequenz am Anfang. Okay, interessant. Alle zu beeindrucken. Mach uns stolz. Ich mache euch richtig stolz, er holt den Doppelsieg nach Hause. Das Gute ist, wir haben Windschatten auf den Geraden. Beim Übungsstart konnten wir keine Probleme feststellen. Behalte die Drehzahl beim Start im Auge, wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Wir werden auf den Geraden Windschatten haben. Verstappen am Anfang nicht, deswegen. Es könnte vielleicht sogar gut sein, hier von Position 3 zu starten. Könnte wirklich ein Vorteil sein. Verstappen vor dir. Perez liegt hinter dir. Du hast 4 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. 4 Runden, okay. Bei momentanem Stand der Dinge führen wir die Meisterschaft an. Okay, wir sind wahrscheinlich wirklich komfortabel vorne in der Meisterschaft. Ich glaube, es sind 56 Punkte oder sowas. Oh, bisschen Rasenmäher wieder gespielt. Ich versuche richtig Abstand zu halten, damit die vorne kalte Reifen kommen und länger warten müssen. Oh, die Reifen sehen gut aus. Noch kurz die hinteren Reifen durchdrehen lassen. Und jetzt einfach perfekt rein in die Startaufstellung. Hier vorne sind sie schon am Vorbereiten. Hier werden alle geghostet. Oh, das war gut. Bin ich zufrieden mit. Mal schauen, wie schnell die KI hier ist auf den Geraden. Die sind normalerweise richtig stark auf den Geraden. Ja? Bitte Sainz, mach nicht diese. Er macht diese. Oh mein Gott, zu dritt in die erste Kurve. Ich lasse extra ein bisschen Platz. Oh! Reifenbanging, Ping-Pong. Oh! Was passiert hier? Sainz! Ich muss das kurz in der Wiederholung kurz anschauen. Was ist da passiert, bitte? Aus der Onboard von Verstappen. Oh, der ist in Sainz rein. Und Sainz ist in uns rein. Haben wir da Seitenschaden? Ja, wir haben da definitiv Schaden. Och, Sainz! Musste das sein? Jetzt ist auch noch Hamilton Dritter. Von wo kommt der jetzt? Ich will den Doppelsieg. Wie schlimm ist dieser Schaden? Oh, schon deutlich. Und das ist Monza. Kommt noch die Kirchenglocke und der will hier überholen. Oh, was sollen wir machen? Was soll ich machen? Wir haben natürlich einen deutlichen Nachteil. Ich versuche ihm so wenig Windschatten wie möglich zu geben. Ich hoffe, die beiden kämpfen jetzt.
Wir werden keine Chance auf den Sieg haben. Der Seitenboden. Seitenkasten ist definitiv stark beschädigt. Da ist auch ein Red Bull an der Box. Richtig schade, dass Sainz uns in die Seiten gefahren ist. Jetzt heißt es 1 und 2 irgendwie retten, hier in Italien. Der Mercedes ist zum Glück nicht so schnell auf den Geraden, außer sie haben ein Update gemacht. Hier ist er gut rausgekommen. Respekt, Hamilton. Sir Lewis Hamilton. Ich hoffe, der tritt gleich zurück, ey. Also bald. Wir müssen irgendwie vorne bleiben. Oh! Mit dem Seitenkastenschaden haben wir hier deutlichen Nachteil in den Kurven. Und auch auf den Geraden. Bleib mal innen. Ich dränge ein bisschen nach außen. Oh! Der will es wirklich wissen. Runde 5 bis 9, wir kommen direkt Runde 5 rein. Hier auf den Geraden hat er keine Chance, aber... Oh, bisschen viel Curb. Versuch's nicht, Hamilton, versuch's nicht. Oh, wir sind richtig gehüpft, gehen in die Verteidigungslinie. Und bleiben nochmal vorne, nochmal Verteidigungslinie. Okay, da versucht's nicht, können draußen bleiben. Oh, er ist schon schneller als wir. Wir bleiben innen. Auf den Geraden hat er nicht so eine gute Chance gegen uns. Das war eng. Aber fair, würde ich sagen. Oh, ich schwitze hier wie der Teufel. Obwohl der Teufel wahrscheinlich gar nicht schwitzt. Hinten geht's richtig ab. Wir müssen schauen, dass wir da davon kommen. Sonst sind wir nicht nur Dritter, sondern direkt Fünfter oder Sechster. Der Unterboden wurde beschädigt. Du könntest... Ja, wir wissen das, Chef, dass der Unterboden... Unterboden? Ich dachte, Seitenkasten. Okay. Das heißt beides. Oh, wollte der einen Dive-Bomb machen? Der Russell. Der ist jetzt übrigens Dritter. Hamilton ist auf Platz 5 zurückgefallen. Und Sainz komfortabler Sieg eigentlich. Außer er kriegt einen Motorschaden. Was ich natürlich nicht hoffen werde. Obwohl, vielleicht haben wir dann einen Sieg. Obwohl, für uns ist das nicht so nötig, hier zu gewinnen. Wir haben genug Vorsprung in der WM. Boah, ist das heiß, die PS5. Macht hier aber auch eine Sauna draus. Ja, jetzt kommt der Speed langsam von denen. Russell will es jetzt wissen. Der ist natürlich schneller als Hamilton. Versuche das natürlich mit aller Macht zu verteidigen. Schön ERS rauspusten. Diese Runde geht's in die Box. Gib uns eine gute Inlap. Ja, diese Runde Box. Boxenstopp in dieser Runde. Bitte nicht diven. Boah, die Reifen sind nicht mehr gut. Alles raus, Passauen hier vom EAS. Wir müssen das schaffen. Wir müssen hier siegen. Doppelsieg Ferrari, Essere Ferrari, Scuderia Ferrari. Smooth Operator.
Das ist eigentlich unser Song. Boom, tschakalaka, laka, boom, boom. Nein. Okay, wir gehen jetzt eher in die Box. Mediums, oder? Ja, Mediums ausgewählt, sehr gut. Sei vorsichtig, wir vermuten, dass oh, wie es mich nochmal weiterzieht. Binotto, Gaspedal, drückt sich nicht zu. Oh mein, was hat denn der jetzt für einen Ausgang? Boah, ich will so wenig Platz lassen wie möglich. Ich will ihm richtig viel Zeit kosten. Schön nach außen drängen. Obwohl wir jetzt an die Box gehen. Aber muss man so machen. Nur gut! Was? Nein. Nein, 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 wir werden aufgehalten. Es gibt's doch nicht, du scheiß McLaren, ich hasse dich. Du bist scheiße. Aber wir sind vor Hamilton. Oh, warte mal, der war doch Fünfter. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst oh mein Gott, Ziel nein. Ziel oh Gott. Die kalten Reifen. Das ist nicht Smooth Operator. Das ist Eisschlittschuh Operator. Ich kann nicht mehr reden. Wer zum Indel? Indel, Indel. Volle Blöcklamm. Hamilton, bist du schon auf Temperatur oder was? Ohne Vorspiel. Er ist schon heiß. Wir machen natürlich zu, wir wollen Doppelsieg einfahren. Auch wenn ich denke, dass Russell und Ding, ich glaube Perez war das oder Verstappen, vor uns sein werden. Sainz geht jetzt schon an die Box. Hat niemand gesehen, okay, hat niemand gesehen. Oh, hinten ist was passiert. Crash. Ich glaube hier. Oh. Verstappen, oder? Verstappen verbremst sich. Kommt ein bisschen aufs Kies, bremst ab. Und dann kommt er direkt auf die Strecke wieder, oder? Oh! Das wird nochmal knifflig. Bin ich mal gespannt. Safety Car wäre natürlich perfekt. Nee, es passiert aber nichts. Wir müssen jetzt alles ERS rausballern. Damit wir vor Verstappen und Hamilton sein. Bitte, bitte, bitte! Nein, die sind so schnell! Schumacher, lass uns Platz! Wir sind da vorbei und... Oh mein Gott! Oh oh! Hallo. Hallo Frontflügelschader, hallo. Hallo, schön dich kennenzulernen. Oh nein, Desaster. Können wir das irgendwie noch Vorsicht, die Schäden am Unterboden sind jetzt im Krieg heil nach Hause bringen? Ich weiß ja nicht. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Ja, zieh direkt nach vor. Wenn wir jetzt in die Box kommen, haben wir so oder so verloren. Nein, Alter. Was für ein Desaster. Können wir uns wenigstens auf den 6. Platz halten? Oh mein Gott. Haben wir schon wenigstens ein paar Punkte. Ey, was soll denn auch? Was haben die da wieder gemacht? Jetzt mal ohne Witz. Wieso bremsen die da auch schon 500 Kilometer vorher? Haben die keine Bremsen? Haben die Australien? Österreich Bremsen von Ding? Von Leclerc oder was los? Gibt's doch nichts. Wir werden das niemals schaffen. Das sind noch so viele Runden. Ich soll euch das bitte nach Hause schaufeln. Wir
wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Sei still mit deiner scheiß alternative Strategie, es interessiert keinen. Wenn wir jetzt reinkommen, sind wir Letzter. Jetzt können wir wenigstens noch vielleicht noch ein paar Punkte retten. Es ist nicht allzu schlimm. Wir können das irgendwie noch übers Ziel retten. Vielleicht macht da vorne noch jemand einen Fehler. Wir sind auf Platz 4 und dann gibt es Safety Car und dann können wir rein. Der Unterboden wurde extrem stark beschädigt. Oh, schade. Was für ein Desaster-Rennen. Ich muss aber überlegen, welches Thumbnail ich nutze. Das am Anfang, wo wir zu dritt in die Kurve sind, oder bei der Kollision in Runde 7 oder 6. Muss ich noch überlegen. Oh, wir haben nicht mal das DRS. Oh, Mama Mia. Das wären noch schön lange Runden, 4 Stück. Oh, bremsen geht auch nicht mehr. Schumacher, wie sieht's aus, dass du einfach hinten bleibst und ein bisschen uns Rückendeckung gibst und so, so zwischen deutschsprachigen Menschen und deutschsprachigen Menschen und er will außen, alles klar. Gut. Gut, du willst so? Du willst so? Ja, ja. Mach das, verteidige da hinten. Wir ziehen schon mal davon, okay, Schumacher? Ich schwitze hier um mein Leben. Wie schlimm ist der Schaden eigentlich? Ja, sehr schlimm. Egal. Wir können ein bisschen davonziehen. Aber 4 Runden lang noch. Oh, boah, ich weiß nicht. ...1,22 fährt er, wir fahren 1,24 fast. Ja, wir haben Ding! Bottas? Okay, wir haben Bottas jetzt hinter uns und der ist auf Harten. Das heißt, er kann die alle abbremsen. Wir haben noch Benzin für etwa 4 Runden. Oh, Helikopter da oben. Sehr schön. Das ist wenigstens ein Highlight. Noch 3 Runden. Benzin sieht aber gut aus, ja. Wir haben Seitenkastenschaden, Unterbodenschaden und Frontflügelschaden. Ich würde sagen, perfektes Italienrennen für Ferrari. Aber solange Bottas nicht in die DRS-Sekunde kommt, können wir vorne bleiben, denke ich. Nicht unmöglich. Ich schwitze. Was ist denn los? Soos. Und Soos. Und SOS Soos. Noch 2 Runden nach dieser. 5. Platz wäre doch super, Alter. Mit Schaden. Dann können wir richtig noch gute Punkte mitholen. Was haben wir eigentlich für einen Abtrieb? 3. Ich dachte mir, wir haben einen kleinen Heckflügel dabei. Temperatur sieht gut aus, 90 Grad. Boah, wir können uns sogar absetzen von Bottas und Schumacher. Wir sind also schon sehr schnell unterwegs, würde ich sagen. Viel Schaden. Schon sehr stark. Allein dafür hätte ich den Sieg verdient.
1,22,3, wir machen 1,23,2, eine Sekunde langsam, trotz starker Schaden. Ich finde, das ist okay. Das ist okay wie Energy. Wegen Ock. Noch eine Runde nach dieser. Ich würde sagen, Platz 5 ist schon sehr, sehr stark. Kann man nichts dagegen sagen. Ich meine, mit Schaden. Auch wenn Frontflügelschaden nicht mehr viel ausmacht, wir haben auch noch Seilenkastenschaden und Unterbodenschaden. Ja, Benzin sollte kein Problem sein. Ich habe mal ein bisschen EAS gespart. Boah! Da bin ich aber ziemlich stark über die Curbs. Aber ist nicht so schlimm. Wie im Vorgängermodell, da wäre ich jetzt weggeflogen. Da wäre ich zum Flugzeug geworden. 1,22,1 fährt's. Alter, Science ist einfach auf und davon da vorne. Wir fahren konstante Zeiten, finde ich. Das ist die letzte Runde. Da vorne sind sie am Fighten. Vielleicht kriegen wir noch eine Position. Nee, wir haben die Kurve verkackt. Vier Sekunden. Aber Russell schon wieder vor Hamilton. Das gefällt mir. Weil wir ja gegen Hamilton fighten in der WM. Aber siehst du, wären wir an die Box gekommen, wären wir nicht mehr in die Punkte gekommen, da bin ich mir sicher. Wir wären irgendwo da hinten bei dieser langsamen Gruppe. Das heißt, alles richtig gemacht. Siehst du, Ferrari-Strategie für mich selber sehr stark. Hätten wir das gemacht, was Ferrari wollte, dann hätten wir keine Punkte geholt. Gut, gutes Rennen für Schaden. Limitiert. Wir haben den Schaden limitiert, sagen wir es mal so. Und holen nochmal die schnellste Rennrunde 1,21,8. Nein, Russell 1,21,81. Stark. Und wir werden Fünfter. Bin ich zufrieden mit Schaden. Und Hamilton ist Fahrer des Tages, ja, ja. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gönnt euch das Podium und dann die Highlights. Haut rein. Ciao. Sag mir, Stefan, wie haben Sie sich heute den Sieg geholt? Der Zustand der Reifen hat bei diesem Ergebnis eine zentrale Rolle gespielt. Wie immer geht es nicht nur darum, schnell zu sein. Man muss diese Geschwindigkeit auch während eines Stints und über die ganze Renndistanz halten können. Man muss also schnelle Rundenzeiten fahren, sachte steuern und die Reifen schonen. Diese Dinge haben das Rennen heute entschieden. Hier kommen unsere Sieger. Ein spannendes Rennen und eine gewaltige Leistung von Ferrari. Die Geschichte des Teams ist bekannt und es ist keine Überraschung für Fans auf der ganzen Welt, dass sie heute hier wieder an der Spitze stehen. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Wir haben heute einige beeindruckende Leistungen auf der Strecke gesehen, Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Für mich ist es Lewis Hamilton. Der mehrfache Weltmeister mag an diesem Punkt eine langweilige Wahl sein, aber man kann nicht bestreiten, dass er den Titel verdient hat.